So, willkommen zurück. Ich sollte jetzt eigentlich jetzt aufnehmen, aber ich kann noch nicht mal schon eine Folge haben und mich irgendwie ablenken. Ich bin irgendwie gerade nicht so gut drauf, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich würde gerne offen darüber reden, aber das mache ich jetzt ganz bestimmt nicht in dem Video. Keine Ahnung, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wir haben ein Feuerzeug, ich weiß es nicht. Oder oben bestimmt irgendwas. Auf jetzt wird die Folge keine halbe Stunde gehen. Mal gucken, Blacky, geh bitte vom Tisch runter. Da. Dann können wir hier die, keine Ahnung, Kakerlaken anzünden. Das klappt doch nicht. Ho, ho, ho. Ah, hier. Das können wir, glaube ich, anzünden. Die Blumen sind völlig ausgetrocknet. Alfonso weiß wirklich, wie man Pflanzen behandelt. Ruckzuck vom Teebaum zur Fackel umgeschult. Komm auch auf. Hahaha. Also geh doch mal da weg. Ihm ist kalt, ist okay. Dann zünd das mal mit dem Baum an. Mein Anzug, meine Haare, mein Anzug. Ja, komm, kannst du da reinkommen? Alles klar? Wirst du jetzt komisch? Nichts für den Regen, was? Da läuft die Jacke ein, dann komme ich da nie wieder raus. Das würde ich gern mal sehen. Hau ab, Mann, das ist keine Freakshow hier. Okay. Dann ist der Typ doch jetzt weg, da keine Ahnung. Können wir jetzt das Ding hier aufbrechen oder so? Ich weiß es nicht. Bist du taub, Bursche? Zumindest bin ich nicht gekleidet wie ein Zuhälter. Machst du dich über mich lustig? Würde mir im Traum nicht einfallen. Okay, der Typ passt auf die Tür auf, das heißt, die können wir nicht benutzen, aber hier die Tür, auf die passt er nicht mehr auf. Die Tür ist sogar offen gerade, die hast du noch abgeschlossen. Als wir, naja. Als wir da halt dran geruckelt haben. Oh nein, der Safe ist leergeräumt. Sie haben Anna Marias Schatzkarte. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Da hätte ich noch nur die gestrige Folge reinpacken können, aber gut. Was ist das denn? An oder aus, meine Hand stecke ich da nicht rein. Das ist okay, das ist eine Massenverseuchungswaffe. Aber ich muss das in Bewegung setzen, um Anna Maria reinzulassen. Klimaanlagen so eklig. Zum Glück brauchen wir die hier in Deutschland nicht. Ich mach aus. Der Ventilator vibriert, wenn er langsamer wird. Wetten, dass das Zimmer die höchste Sterblichkeitsrate der Stadt hat. An oder aus, meine Hand stecke ich da nicht rein. Einfach rausschmeißen. Muss das in Bewegung setzen, um Anna Maria reinzulassen. Golfschläger. Egal, ob er eingeschaltet ist oder nicht, ich halte da kein leitfähiges Metall rein. Klar halt nicht, dann keine Ahnung, Seil. Mein Faden baumelt immer noch am Lüftungsgitter. Will ich den Faden wirklich haben? Nein. Aber wenn wir es jetzt anmachen, was passiert dann? Was für eine Sachbeschädigung. Anna Maria, hier drüben. George, wieso hat das so lange gedauert? Ich hatte so viel Spaß, da habe ich einfach die Zeit aus den Augen verloren. Nächstes Mal bist du dran mit der Feuerleiter.
Ach ja? Vielleicht verlange ich nächstes Mal ja das Doppelte. Nun, wie kommen wir hier weg? In der Gasse wimmelt es von bösen Jungs. Und es gibt noch ein paar üblere Burschen da draußen. Was ist mit dem Safe? Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Hier ist ja alles durchwühlt. Und das Manuskript, es ist weg, weg! Es tut mir leid, Anna-Maria, aber wir finden eine Lösung, das verspreche ich dir. Oh, George, es bedeutet mir so viel. Ich weiß, ich weiß. Meine Familie, wir sind nicht reich, verstehst du? Der Schatz, ich habe so viel Hoffnung in ihn gesteckt. Mal langsam, erzähl mir alles, was du über das Manuskript weißt. Vielleicht kann ich dann helfen. Gut, ich versuch's. Das Manuskript, es ist ein altes Stück Pergament. Da ist was drauf geschrieben, in Latein. Aha, alt und mit Latein drauf. Das grenzt es ja schon ziemlich ein. Wenn du dich über mich lustig machst, sag ich gar nichts mehr. Ach, lass mich doch. Was war noch drauf? Da muss doch noch mehr sein. Bilder. Wunderschöne Bilder. Kannst du dich an eins erinnern? Eins? Da ist eins. Es ist so schön, George. Ein Kreuzritter auf einem Pferd, der mit einem Drachen kämpft. Alles in Rot und Gold. Immer noch nicht allzu viele Anhaltspunkte. Du glaubst mir nicht, oder? Du glaubst, ich denke mir das nur aus. Natürlich glaube ich dir. Ich meine nur, dass ich dir kaum helfen kann, bis wir das Manuskript haben. Vielleicht haben die Diebe ja Spuren hinterlassen. Genau, wir müssen sie nur finden. Leicht. Hey, das ist mein Spruch. Dann lernst du wohl besser zu teilen. Klingt gut. Keine Sorge, Anna-Maria. Wir holen dein Manuskript zurück. Das verspreche ich dir. Okay. Das Safe ist leergeräumt und muss irgendwie Hinweise finden. Na, jetzt ist immer noch hier die Abstellkammer. Ist der Typ noch da? Wahrscheinlich, ne? Ja. Was ist das hier? Eine Zahlentastatur für den Putzmittelschrank. Da hat wohl einer Schiss, dass ihm der Wischmopp geklaut werden könnte. Die Kombinationsmöglichkeiten sind endlos. Raten hat da keinen Sinn. Wie komme ich nur an den Code für die Tür? Der Code für die Tür. Ich will dann nochmal mit Alfonso reden über seine... über die Hausdame da, ob die vielleicht irgendeinen Hinweis hat. Was ist das hier eigentlich? Ein Stift, auf dem eine schwarze Katze aufgeprägt ist. Der Stift mit dem Bild einer schwarzen Katze. Was uns das wohl sagt? Ich weiß es, aber ihr nicht. Hehe. Okay, Leute. Was müssen wir tun? Ah. Warte, ja. Klar. Aber mal. Wer immer da drin ist, könnte mir vielleicht den Code aufschreiben. Wenn er was zu schreiben hat, was er wahrscheinlich nicht hat. Reinritzen ins Papier, das geht auch. Geh mir mal die Stift vielleicht auch mal durch. Dieser Stift da weiter. Da drin rührt sich jemand. Und da sind der Stift und der Prospekt wieder. Dann nimm. Da ist eine Zahl auf den Prospekt. 5837. 5837X. X. Was ist X? Die auf den Prospekt gekritzelte Zahl wäre einen Versuch wert. Da tut sich gar nichts. Wie, da tut sich gar nichts? Hütiger Gott, sind Sie in Ordnung? Jetzt ja, danke. Nenn mich einfach George. Was ist passiert? Ich suchte gerade nach einem Reinigungsmittel und dann wird's düster und ich wache hier gefesselt auf. Hast du den Typen gesehen, der dir das angetan hat? Es hört sich verrückt an, aber er sah aus wie Elvis. Aha. Und weiter? Er hatte auch eine Tätowierung. Eine Schlange gewickelt um eine gewaltige... Lasst euch nicht stören. Das ist er. Diesmal entkommst du mir nicht, Drecksack. Eine Schlange gewickelt um eine gewaltige... Okay, Anna-Maria. Die Schläger sind weg, aber die Cops werden bald auftauchen. Wir verschwinden besser. Aber wo gehen wir hin?
Zu einem Freund, wegen deinem Manuskript. Okay, keine Rückmeldung, man kennt es. Also ich kenne es und ich habe euch ja auch schon davor gewarnt. Habe ich das? Wahrscheinlich, ja doch, habe ich. Aber einfach nichts machen, dann passt das schon. Na, hier sind wir wieder. Hey, schön, dass du mal reinschaust, George. Wenn du was findest, was noch heil ist, bedien dich. Geben wir der Bude den Rest. Noch besser wäre abfackeln, dem Erdboden gleich machen. Virgil, du bist etwas erregt, das sehe ich. Deshalb habe ich dich so gern als Partner, wegen deines kriminalistischen Superhirns. Wir sind doch versichert, oder nicht? Die hast du nie bezahlt, erinnerst du dich? Ah, was ist mit dem Gerät? Das ist mein MP3-Player, Mann! Was davon übrig ist? Die beste Soul- und R&B-Sammlung im Arsch, zerstört von deinen Kumpeln! Wie soll ich arbeiten ohne den Sound von Maggie J. Blind? Wie soll ich schlafen ohne die größten Hits von Barry Brown, dem Nilpferd der Liebe? Wie soll ich unter der Dusche singen ohne meine Dosis Malteser? Das sind wohl eher rhetorische Fragen, Virgil. Das sind brennende und offene Fragen, Mann! Ich kann dir einen neuen kaufen. Nein, eben nicht. Die letzte Lieferung, die eingetroffen ist, wurde gestohlen. Bis die nächste kommt, vergehen Monate. Ich bin fast umgebracht worden und Virgil jammert über seinen Player. Ich muss ein Manuskript wieder beschaffen. Erstmal, Leute, speichern, zwischenspeichern hier. So, jetzt können wir weitermachen. Ja. Falsche Taste. Tür ist schon abgeschlossen. Sie ist von hinten festgeklemmt. Das kriege ich so schnell nicht auf. Ja, stimmt. Müssen wir mal eine Leiter regeln. Was ist das hier? Zigaretten. Hey, Anna-Maria, sind das deine Zigaretten? Nein. Warum? Jemand hat hier eine Packung liegen gelassen. Ich nehme sie trotzdem. Vielleicht ergibt sich eine Spur. Ja. Glaube ich tatsächlich auch. Ein Päckchen italienische Zigaretten, das ich nach dem Angriff im Kautionsbüro gefunden habe. Ja, du bist sogar noch hier. Das ist eigentlich sogar schon alles, was wir brauchen, um die Übeltäter aufzuspüren. Ich muss die richtigen Tasten drücken. WASD und nicht, keine Ahnung, Zugzähltasten. So. Aber lass uns trotzdem mal mit Virgil reden. Der braucht ein bisschen Aufmunterung. Virgil, bitte. 40 Gigabyte Musik, George. 40 Gigabyte! Das sind 4 Wochen Musik nonstop! Und jetzt habe ich nur noch diesen Country Classics Kanal auf deinem Radio. Aber Country Classics sind super. Dünnes Eis, George, ganz dünnes Eis. Okay, der will einen neuen MP3-Player. Leute und ihre Bedürfnisse, meine Güte, tschüss. Wohin soll ich jetzt gehen? Alfonsos Hotel. Oder Hotel Alfonso. Maria, du bleibst besser hier. Bei Virgil bist du in Sicherheit. Könnt ihr ein bisschen, weiß nicht, kannst du ein bisschen aufmuntern, freut er sich. So, kommt auch keine Rückmeldung mehr, krass. Aber das geht ja eigentlich immer recht schnell wieder vorbei mit der fehlenden Rückmeldung. Immer noch keine Rückmeldung. Jetzt ist die Rückmeldung wieder da, sehr gut. Und dann schob dieser Typ Stift und Papier unter der Tür durch. Er sah aus wie... er! Na, wenn das mal nicht unser Held des Tages ist. Oh, des Tages können Sie ruhig weglassen. Held reicht mir schon. Hören Sie, Freundchen. Ich mag keine Helden. Was bedeutet, ich mag Sie nicht. Das nächste Mal überlassen Sie das den Profis. Merke ich mir. Fürs nächste Mal. Gut. Hallo nochmal. Wie geht's dir? Oh, schon viel besser jetzt. Dank dir. Ich dachte schon, ich müsste da drin Tage verbringen. Eine gute Idee, das mit dem Stift und dem Papier. Man gibt sein Bestes. Ich heiße Juanita. Ich heiße George. Du hast schöne Hände, George. Und so lange Finger. Spielst du Klavier? Nein, aber ich beherrsche ein paar nette Griffe auf der Ukulele. Das glaube ich dir unbesehen. Es gibt da so einen Film, ich weiß nicht genau, was, wie heißt der Film? Also diese klassischen 80er Jahre Softporn-Filme halt, keine Ahnung.
vielleicht gerade nennt sie es, heißt, was gab's denn da so? Nackte Kanone ist, glaube ich, so eins, oder halt auch so American Pie. So in der Richtung gab's, glaube ich, irgendwann mal, dass Klavierspielen die Anspielung auf etwas anderes ist. Und ich glaube, dass das hier auch so gedacht. Naja, reden wir mal ein bisschen. Weißt du, auf was der Typ aus war? Er suchte nach einer Dame. Meinte, sie wäre hier Gast. Und wie kam er an dir vorbei? Er stieß meinen Nagellack vom Tresen. Er muss mir gefolgt sein, als ich Reinigungszeug holen wollte. Und dann, paff! Autsch! Hab eine ganz schöne Beule. Willst du mal fühlen? Oh, schon okay. Ich kann mir vorstellen, wie sich deine Beulen anfühlen. Und hast du dem Typ eine gewischt, der dich im Wandschrank einsperrte? Ich verpasste ihm einen gehörigen Tritt, bevor er wegrannte. So schnell setzt er sich nicht wieder hin. Sag mal, warum arbeitest du hier? Eines Tages wird Alfonso an seiner letzten Zigarette ersticken und man kann sich das Hotel unter den Nagel reißen. Und jetzt rat mal, wer das macht. Ja. Wie hältst du es mit dem Mann nur aus? Ich hatte schlimmere Jobs. Alfonso ist okay. Solange man sich nicht mit ihm unterhält, was? Warum sollte man das wollen? Warum ist er immer so mürrisch? Hättest du 30 Jahre geraucht, wärst du dann nicht mürrisch? Das ist guter Punkt. Danke für Ihre Hilfe. Verzeihen Sie? Ah ja, unser persönlicher Superheld. Ich bin Officer O'Halloran und Sie sind? George Stobart mit 2B und 2T. 2B, 2T, verstehe. Was wollen Sie denn, Mr. 2B, 2T? Ja, da haben wir's. Auch wenn der Unterschied gerade ein bisschen sehr seltsam war, aber 2B, 2T, das habe ich, glaube ich, schon in meiner ersten Teil, glaube ich, gebracht, ne? Endlich haben wir das, hier war es also. Der Typ, der die Empfangsdame eingesperrt hat, wissen Sie, wer das war? Mittelgroß, dunkles Haar mit einer Tolle. Sah ein bisschen aus wie Elvis. Könnte jeder gewesen sein. Ist Ihnen was Außergewöhnliches aufgefallen? Ja, nun, da war diese Tätowierung. Vor allem die Tätowierung hat, weiß doch diese Frau und hätte die Frau ihm noch sagen können. Wissen Sie, die Tätowierung des Typs war sehr ungewöhnlich. Überraschen Sie mich. Es war eine Schlange mit großen Fangzähnen. Sie umschlang sowas wie... Spucken Sie es aus, Mann! Umschlang sowas wie eine Salami. Eine Salami? Ja, eine Salami. Na, das erklärt alles. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Eine Salami bedeutet hier nur eines. Und das wäre? Ein Lebensmittelladen hat geöffnet. Wie bitte? Kleiner Scherz. Es bedeutet Di Martinos. Warten Sie, bis mein Boss das hört. Er kennt Di Martinos? Ist schon seit Jahren hinter denen her. Was wollten die Männer hier? Sieht aus, als hätten sie was in einem von den Zimmern gesucht. Der Safe wurde geöffnet und geleert. Wir sehen ihn uns gerade genauer an. Aber sagten Sie nicht eben, er sei leer? Noch so ein Spruch und Sie duschen heute Abend mal im Gefängnis. Autsch! Autsch! Aua! Und was passiert jetzt? Wir schreiben gerade eine Fahndung aus. Dann untersuchen wir die illegale Benutzung des Feuermelders. Des Feuermelders? Was ist denn passiert? Irgendein Idiot mit einem D und einem T hat den Alarm ausgelöst. Das mutwillige Auslösen eines Feueralarms bringt einen in New York direkt vor den Haftrichter. Welcher Schwachkopf würde denn sowas tun? Danke für Ihre Hilfe. So. Zeigen wir mal die italienischen Zigaretten. Vielleicht weiß er da etwas. Verzeihen Sie? Ja. Haben Sie diese Marke schon mal gesehen? Wo haben Sie die her? Die hat jemand an meinem Arbeitsplatz liegen lassen, im Kautionsbüro. Passt. Genau der Ort, an dem man Schwarzmarkt-Zigaretten findet. Schwarzmarkt? Ja, genau. Illegal. Sie kommen irgendwie per Boot in die Stadt. Dank der Großzügigkeit Ihrer Freunde, der Martinos. Hey, das sind nicht meine Freunde. Das glaube ich. Die Martinos haben nur Freunde an den höchsten Stellen. Also immer noch nicht die Antwort dazu, wo wir hin müssen. Entschuldigen Sie bitte, Officer O'Halloran. Ja, Mr. Stobart.
Also war der Typ einer aus der Martino-Bande. Richtig. Und die Zigaretten werden mit einem Boot in die Stadt geschmuggelt? Richtig. Dann haben die Martinos also einen Schlupfwinkel bei den Docks. Richtig. Wir sollten das öfters spielen. Sie haben eine alte Fabrik unten am East River. Eine legale Firma. Mama Martinos Meatpacking Company. Wir kommen da nicht ran. Wird wohl Zeit, dem Hafen einen Besuch abzustatten. Okay, sehr gut, sehr gut. Danke für Ihre Hilfe. Lass uns doch nochmal kurz mit Alfonso reden. Hallo, Alfonso. Ja, ja. Hat die Uhr den ganzen Tumult überstanden? Ja, und ich habe nie Käfer drauf gefunden. Komisch, was? Sie müssen das sinkende Schiff verlassen haben, als Sie sie kommen sahen. Ja, vielleicht. Oder es waren nie welche da. Was meinen Sie? Das ist eine interessante Theorie. Na, da war ja ein toter Käfer. Also sind Sie froh, dass Ihre Empfangsdame wieder da ist? Faul und zu nichts nutze. Sie kann froh sein, dass sie den Job noch hat. Aber sie konnte doch nichts dafür. Hätte ich nicht diesen ganzen Papierkram, wäre sie schon längst gefeuert. Und was ist mit Mr. Minster? Er geriet in Panik und rannte davon, als hier alles losging. Hat noch nicht mal bezahlt, dieser schmarotzende Hurensohn. Wo ist er hin? Wer weiß, rief immer nur, die Gänse, die Gänse. Zuletzt sah ich ihn in Richtung Stadt laufen. Danke für Ihre Hilfe. Wollen wir noch die Karte? Gut, wir haben sie nicht mehr. So, tschüss, wir gehen zum Hafen. Können wir gleich die Folge beenden. Sehr gut, dass wir noch gut die Zeit rumgebracht haben. Bevor wir zum Hafen gehen. Wo das will ich denn als nächstes hin? Erst zum Hafen. Ist das der Hafen? Ja, ist der Hafen. Ja, stimmt. Das ist ja hier, muss man kurz überlegen. Das hier ist Manhattan, dann ist hier Queens. Hier oben ist die Bronx. Oder ist hier Queens? Brooklyn, Queens oder so. Und hier ist halt, da ist der zweite Bosskampf gegen Shocker. In Spider-Man 2. Ja. Und in GTA 4 ist da auch eine Mission. Und der Kater ist gerade vor mir. Und wir haben gerade keine Rückmeldung. Denke ich, beende gleich die Folge, ja? Da können wir kämpfen. Ja, da können wir kämpfen. Komm mal her. Komm auf meinen Schoß. Wir können uns gleich schlagen. Ja. Martinus Meatpacking Company. Hier. Ah, das Manuskript könnte irgendwo da drin sein. Aber um wirklich sicher zu sein, muss ich da rein. Ja. Wir haben tatsächlich auch noch ein bisschen Zeit. Muss überlegen. Jetzt mal ein bisschen umgucken. Das leckt total. Ja, nee. Ich beende jetzt die Folge. Aber ja, können wir vielleicht noch irgendwas Sachen angucken, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind. Kann ich Anna Maria einfach mal kurz anrufen? Wir haben noch ein bisschen Zeit, da ist öfter jetzt hier, wie gesagt, den ich weiter mache. Kann ich mal Anna Maria anrufen. Ich bin am richtigen Ort, da bin ich ganz sicher. Schon jemanden gesehen, den du kennst? Nein, aber ich bin auch noch nicht wirklich drin. Na dann, viel Glück. Danke, tschüss. Das war ja ein wildes Gespräch. Mein Ausweis aus dem Kautionsbüro. Ja, naja dann, danke schön fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal bin ich besser drauf. Hehe. Nee, ich bin gut drauf. Und ja, passt auf euch auf, seid nett, seid toll und passt. Tschüss. Tschüss. Hey.